JFT Just Fair and Direct. So, einen wunderschönen guten Abend. Ja, wie es hier schon steht, JFT's Jira Trader Helpdesk and Features Webinar. Könnt ihr mich jetzt erstmal hören? Das wäre jetzt die große Frage. Und seht ihr jetzt gerade JFT Stereo Trader Helpdesk? Das wäre erstmal wichtig. Schreibt mal rein. Ja, also Stefan schreibt rein. Also das heißt, ihr seht das Bild und ihr hört. Das wäre schon mal super. Perfekt. Dann wechsle ich ganz kurz auch mal nochmal auf meinen Bildschirm. Denn ich will ganz kurz den Risikohinweis durchgehen. Lest euch dies bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst. Das ist ja all das, was der Timo hier sagt, an Setups formuliert. Eventuell vortradet oder erklärt am Stereo Trader und am Metatrader. Das ist alles definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analyse. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker JFT habt, dann wie gewohnt auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. So, Timo, dann switchen wir erstmal direkt zu dir wieder zurück, denn mein Bild brauchen wir heute nicht, sondern deines. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist heute schon der Start dieser kleinen Serie, oder Timo? Startest du damit heute durch? Genau, wir fangen heute an. Erstmal auch von meiner Seite aus herzlich willkommen hier zum Webinar, zum Helpdesk. Und wie der Markus schon gesagt hat, wir starten heute mit der kleinen Reihe, dass ich quasi den Stereo Trader anfange zu erklären. Wirklich, wir fangen ganz vorne an, von A bis Z. Gehen wir das Ganze durch jetzt in den nächsten Wochen. Und wir fangen heute auf jeden Fall mit dem allerersten Schritt an. Und was ist der allererste Schritt? Der erste Schritt ist die Installation und da werden wir gleich loslegen. Ich habe hier noch eine Frage an dich, Markus, und zwar, ich kann jetzt hier weder die Fragen noch die Teilnehmer sehen. Ja, das machen wir jetzt noch kurz. Moment, dann bist du nämlich auch gleich der Organisator. Ich werde so viel Gewohnheit haben wir ja noch nicht. Aber ich werde erstmal noch im Hintergrund sein, bin jetzt mal kurz 10 Minuten vom Desk weg, aber dann bin ich im Hintergrund. Also wenn du irgendwas hast, dann sprich mich gerne wieder an, wie beim letzten Mal, nur die nächsten 10 Minuten nicht. Und jetzt müsstest du Fragen und Teilnehmer sehen, richtig? Genau, jetzt sehe ich die Teilnehmer und ich sehe auch die Fragen. So, perfekt. Martin sagt, Bild da, aber kein Ton. Also bin ich zu hören mal an die anderen Teilnehmer. Doch, jetzt haut's hin. Das ist noch vom Anfang. Alles gut. Das war noch vom Anfang, wo wir uns getestet haben. Da war dann doch irgendwie schon das Bild zu sehen. Aber alles gut. Also jetzt sind wir zu hören und zu sehen und alles gut und dein Bildschirm und du kannst loslegen. Okay, alles klar. Gut, also wie schon gesagt, legen wir heute erstmal mit so einem kleinen Theorieteil los und wir werden anfangen mit der Installation des Stereo Traders. Also ich habe jetzt hier mal den Metatrader auf. Ich denke, den kennt ihr alle, den habt ihr wahrscheinlich installiert. Die erste Frage ist, wie kriegt man denn jetzt überhaupt den Stereo Trader in den Chart, beziehungsweise wie kriegt man den Stereo Trader installiert? So, und zwar, ihr werdet, entweder ihr kriegt von GFD eine Installationsdatei zugeschickt oder einen Link, wo ihr euch das runterladen könnt. Und dann habt ihr eine Installationsdatei, die wie folgt aussieht. Ich mache hier meinen Metatrader jetzt gerade mal wieder zu. So, den machen wir zu. Und dann habt ihr eine Installationsdatei, die entweder STIMX heißt oder sie kann auch einen anderen Namen tragen. Auf jeden Fall die Installationsdatei, die ihr dann habt oder zugeschickt bekommt. Die führt ihr mit einem Doppelklick aus und dann zeigt sich auch der Stereo Trader Installationsmanager, der hier mit einem Willkommensbildschirm dann erstmal so auftaucht. Und ihr habt so eine Navigation hier unten mit den zwei Doppelpfeilen. Ich habe hier auch mein Zeichentool. Ich mache da mal noch eine andere Farbe, damit man es besser sehen kann. So, hier diese zwei Doppelpfeile, die nach rechts zeigen. Da navigiert man nach rechts, also quasi das ist so ein Weiter-Button. Da kommt als erstes eine Lizenzvereinbarung, die man natürlich akzeptieren muss, um den ganzen Stereo Trader zu installieren. Da
dann klickt man auf Weiter und dann kommt man so zu einem Installationsbildschirm, wo man jede Menge auswählen kann. So, zum Ersten, okay, wo möchte ich denn den SEO-Trader hin installieren oder für welche Plattform, MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 kann ich hier auswählen? Ich wähle jetzt in meinem Fall den MetaTrader 5, weil ich den MetaTrader 5 installiert habe. Und dann hat man ja mehrere Optionen. Man hat hier den SEO Trader Classic, Silver. Dann hat man ja noch diverse Add-ons, die man installieren kann. Was uns jetzt hier interessiert, ist die SEO Trader MT5 Classic Version. Das heißt, die wähle ich aus, gehe auf Weiter. So, und dann wird mir so ein weiterer Bildschirm angezeigt mit so komischen Pfaden. Was sind das jetzt für Pfade? Und zwar, das sind am Ende die MetaTrader-Installationen, die ich hier bei mir installiert habe. Ich habe hier 3 MetaTrader-Installationen auf meinem Rechner und ich installiere jetzt einfach die aktuelle Version vom SEO Trader in alle 3 MetaTrader-Installationen rein, indem ich hier so Doppelklick auf diese Checkboxen hier mache, sodass da so ein Häkchen erscheint. So, das bedeutet, ich installiere jetzt den SEO Trader wirklich für alle MetaTrader-Installationen, die hier auf meinem Rechner vorhanden sind. So, klicke nochmal auf Weiter. So, und dann geht die Installation auch schon los. Dann werden jetzt hier mehrere Dateien installiert. Hier wird genau angezeigt, welche Dateien. Ist in der Regel nicht so wirklich von Interesse, eher so zur Info, ne, dass da jetzt hier was installiert wird. Und wir warten jetzt einfach, bis er wirklich in allen MetaTrader-Instanzen den SEO-Trader installiert hat. Dauert ein bisschen, weil es halt, wie gesagt, 3-mal installiert wird. Und so, Installation abgeschlossen, das heißt, das hat soweit funktioniert und jetzt kann ich auch den Installationsmanager beenden, klicke hier auf Beenden und jetzt kann ich einfach meinen MetaTrader wieder neu starten. So, Doppelklick auf meinen MetaTrader. So, MetaTrader, der SEO Trader ist jetzt installiert, man sieht aber noch nichts, wieso, weshalb, warum. Wir müssen hier noch ein paar Einstellungen im MetaTrader vornehmen, damit das Ganze auch wirklich funktioniert. Und zwar gehe ich hier als Erstes auf Extras Optionen. So, und dann gibt es hier so diverse Reiter in den Optionen, da gibt es den Reiter Experten. So, ganz wichtig ist, dass wir hier algorithmischen Handel erlauben, ne, dass wir das aktivieren. Und ganz wichtig ist Import von DLLs zulassen. Diese Option hier, die muss ich auch aktivieren. Und erst dann entsprechend kann der SEO Trader auch wirklich vernünftig arbeiten oder korrekt arbeiten und auch wirklich seine Arbeit verrichten. So, klicke also hier dann auf OK, nachdem ich das aktiviert habe. So, und wenn ich jetzt, wir machen hier mal alle Fenster zu, damit wir wirklich fresh starten sozusagen. So, sind alle Fenster zu. Und jetzt nehme ich mir zum Beispiel hier den DAX und ziehe den auf den Chart beziehungsweise hier in das freie Feld und siehe da, was sieht man? Man sieht, der Chart sieht jetzt anders aus. Der sieht insofern anders aus, dass sich die Farben hier vom Chart geändert haben. Und das, was wir jetzt hier quasi auf der rechten Seite sehen, ist der SEO Trader. Das heißt, die ganze Installation hat jetzt soweit funktioniert. Keine Fehlermeldung gekommen, als ich den Chart geöffnet habe. Sprich, alles soweit erstmal richtig gemacht und der SEO Trader ist somit entsprechend installiert. Und prinzipiell kann ich jetzt auch mit der Nutzung, ja, beginnen. So. Generell erstmal so ein Überblick, ne, hier, das sieht natürlich erstmal nach einer Menge aus, was wir alles haben, so viele Einstellungsmöglichkeiten, wir arbeiten uns da ganz langsam vor und werden das Ganze Schritt für Schritt durchgehen. So, was noch wichtig ist, ist hier oben, man sieht hier links oben, ne, im Chart, hier so eine Uhr, ist erstens ganz hilfreich.
weil man hier die tatsächliche Uhrzeit sieht, 18.09 Uhr. Man hat ja hier in der Marktübersicht auch so eine Uhr. Da sieht man aber, das ist nicht die derzeitige Uhrzeit, so wie wir sie jetzt haben, ne, sondern das ist die Uhrzeit quasi vom MetaTrader-Server, also hier vom Handelsserver, ne, aber nicht die aktuelle Uhrzeit. Aber viel wichtiger, ne, ist das, was quasi neben der Uhr ist. Und zwar, man kann es wahrscheinlich ein bisschen schwer erkennen, aber hier so links neben der Uhr ist so ein kleines graues Dreieck, hier wo mein Mauszeiger ist. Ne? Und das ist ein ganz wichtiges Feature, eine ganz wichtige Funktion, weil wenn ich da draufklicke mit der Maus, mit der linken Maustaste, dann geht so ein Untermenü auf oder so ein Menü auf und dort habe ich diverse Sachen, die ich immer wieder ja brauchen werde. Ne? Und ganz wichtig natürlich als erstes hier die Stereo-Trader-Einstellungen. Da werde ich oft zugreifen, da werde ich oft Sachen einstellen, da werde ich oft irgendwas nachschauen und so. Das heißt, ne, ganz wichtig, sollte man sich merken, links neben die Uhr, ganz wichtige Funktion hier beim Stereo Trader, mit dem Stereo Trader, dass man das auf dem Schirm hat, wenn man irgendwie was Spezifisches, Allgemeines einstellen möchte, dann macht man das hier in den Einstellungen vom Stereo Trader und die erreicht man, indem man mit der linken Maustaste links neben die Uhr klickt. So, fangen wir vorne an. Vorne heißt, wir fangen rechts oben an, besser gesagt. Ne? Was haben wir hier? Wir haben erstmal hier so das Stereo Trader Interface, wo wir zum einen sehen, wo befindet sich der Kurs gerade? Ne? Hier 19.490, das heißt, das ist der aktuelle Kurs vom DAX. Der hier, das ist der Preis vom DAX. Hier oben steht auch nochmal DAX und daneben H1 heißt, wir sind hier im Stundenchart im H1. Man sieht es hier auch nochmal im Chart quasi DAX, ne, H1 und der Kontraktname ist sozusagen GER40C. So, das heißt, die Infos haben wir schon mal präsent. Da muss man nicht wie sonst im MetaTrader, hier steht es ja ganz oben klein, auch nochmal, aber so klein, dass man das fast ohne Brille kaum lesen kann. Hier wird es nochmal schön groß angezeigt. Das heißt, ich sehe sofort, ne, in welchem Chart befinde ich mich gerade und vor allem, wie ist der aktuelle Preis, ist hier klar und übersichtlich dargestellt. Das heißt, das sehe ich direkt auf den ersten Blick. So, wenn ich hier mit der Maustaste, man sieht schon, drüber fahre, dann gibt es hier so zwei dicke, große Knöpfe. Bei dem einen steht Buy, bei dem anderen steht Sell. Ne? Also einmal kaufen, einmal verkaufen. Darunter steht hier eine 2,0. Was heißt die 2,0? Die 2,0 ist der aktuelle Spread. Das heißt, im DAX haben wir jetzt hier einen Spread von 2 Punkten. Und das wird mir hier auch schön angezeigt, dass ich das hier auch sofort sehe. Ist gerade bei den Forex-Märkten natürlich interessant, weil die teilweise dann schwanken. Und so, also links bei, rechts Sell. Das Ganze kann man auch umdrehen, je nach Bedürfnissen, zeige ich nachher auch noch. Aber prinzipiell, wenn man hier auf Buy klickt, kommt erstmal eine Fehlermeldung. Warum kommt hier eine Fehlermeldung? Also ich klicke nochmal drauf, damit man es sehen kann. Fehlermeldung heißt hier Trade Error, Invalid Filling Type. Was ist denn der Filling Type? Okay, dafür müssen wir als erstes das erste Mal in die Einstellung gehen. Ihr erinnert euch, Einstellungsmenü links neben die Uhr klicken, Stereo Trader Einstellungen. Ich werde hier nach und nach auf die ganzen Einstellungen eingehen, aber die Einstellung, die ich jetzt suche, die muss irgendwas mit Filling Type oder so ähnlich zu tun haben. Das heißt, ich habe hier auch mehr Reiter, Basis, Trading, Terminal, Instrument, Layout. Und ich gucke mal, ob ich da irgendwas mit Filling Type oder so finde. Also die Meldung war jetzt auf Englisch, aber so viel Englisch kann ich noch, dass Filling Type hier irgendwas wahrscheinlich mit Füllmethode zu tun hat. So, der Stereo Trader unterstützt diverse Fill-Methoden. Ne? Also es gibt hier Fill or Kill, Immediate or Cancel oder Return. Ne? Hier bei GFD, ne, also standardmäßig ist Filling Type Fill or Kill.
Bei GFD muss man hier das Ganze einmal ändern, auf Immediate or Cancel stellen. Das ist halt eine andere Art von Filling Type. Da muss man einmalig hier ändern entsprechend. Und wenn ich jetzt auf Anwenden klicke, dann sollte das Ganze auch funktionieren, indem ich hier auf Buy klicke und entsprechend wird dann hier auch, wie man sieht, eine Order aufgemacht. So, das Ganze ist auch umgekehrt. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit man es hier besser sehen kann. So, und auch das mache ich noch ein bisschen größer, damit man es besser sehen kann. Das Ganze funktioniert noch natürlich auch in die Gegenrichtung. Ich klicke hier auf Sell und da sieht man, dann wird eine entsprechende Sell Order Market aufgemacht. So, machen wir auch mal wieder zu. So, darunter habe ich hier so ein Feld Positionsgröße. Also ich kann hier festlegen, mit welcher Positionsgröße möchte ich denn jetzt eine Order eröffnen, wenn ich jetzt hier auf Buy oder Sell klicke. So, die Positionsgröße lässt sich auf zweierlei Arten oder besser gesagt auf dreierlei Arten sogar festlegen. Zum einen, wenn ich hier über dieses Feld mit der Maus gehe, sehe ich, dass hier so ein Pfeil nach oben und Pfeil nach unten auftaucht. Ich kann also hingehen und kann sagen, ich möchte schrittweise die Positionsgröße erhöhen, indem ich hier auf diesen Pfeil nach oben klicke. Da sieht man, 0,1 wird zu 0,2, 0,3, 4, 5 und so weiter. So kann ich die Positionsgröße erhöhen. Wenn ich sie kleiner machen will, klick auf den Pfeil nach unten, dann geht das Ganze in die Gegenrichtung, die Positionsgröße wird kleiner. So, ich kann aber auch dieses Feld klicken und kann mit meiner Tastatur eine Zahl eingeben. Also ich kann ja zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt eine Positionsgröße von 0,7. So, entsprechend wird dann die Positionsgröße auf 0,7 festgelegt. So, auf der anderen Seite habe ich hier unter diesem Feld Positionsgröße noch so diverse Buttons. Da steht jetzt bei mir 0,5, 1,0, 1,5 und so weiter. Das sind so Schnellauswahl-Buttons. Also hier kann ich diverse Größen vordefinieren und wenn ich da draufklicke, wird die Positionsgröße entsprechend direkt auf diese Größe gesetzt. Also hier 0,5 sieht man hier oben 0,5. 1,5. Dann entsprechend ist die Positionsgröße 1,5 und so weiter. Das kann ich also festlegen, das kann ich in den Einstellungen auch selber definieren. Zeige ich euch dann auch noch entsprechend, wie man das dann ändern kann. Das sind jetzt hier die Standardvorgaben, aber wie ich das zum Beispiel auf 0,1, 0,2 und so weiter definieren kann, das zeige ich euch noch entsprechend. Dann zum späteren Zeitpunkt. So, wenn ihr, also ich sehe jetzt noch gar keine Fragen hier in dem Fragenfeld, aber wenn ihr zu dem bis dato jetzt schon irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es gerne rein. So, dann gibt es hier noch diverse Felder unter der Positionsgröße. Einmal SL, ganz wichtig, was ist SL? Stop Loss. Hier kann ich eine Zahl eingeben, da steht jetzt 10p, das heißt 10 Punkte. Mache ich also jetzt zum Beispiel eine Sell Order auf, dann wird jetzt Market hier entsprechend eine Order gesetzt und 10 Punkte drüber, weil ich hier 10 Punkte definiert habe, wird mein Stop Loss festgelegt. So, auf der anderen Seite, das Pendant dazu ist der TP, also der Take Profit, der ist jetzt hier auf 20 Punkte eingestellt. Das heißt, bei einer Sell Order wird der Take Profit 20 Punkte unter dem Einstieg definiert und entsprechend direkt in den Markt gelegt. Umgekehrt natürlich bei der Buy Order, das heißt, der Stop-Loss wird 10 Punkte unter meine Market-Order platziert und der Take-Profit 20 Punkte über meinem Einstieg. So, hier kann ich auch die Werte entweder wieder mit den Pfeiltasten ändern, indem ich hier nach oben klicke und den Stop-Loss erhöhe oder verringere, indem ich hier die Pfeiltasten nach unten betätige oder umgekehrt beim Take-Profit dasselbe.
Durch Klick auf die Pfeile kann ich entsprechend den Stop-Loss vergrößern oder den Take-Profit vergrößern oder verkleinern. Oder ich kann auch über die Tastatur wieder eine Zahl eingeben, zum Beispiel indem ich sage, ich möchte jetzt hier gerne 50 Punkte meinen Take-Profit festlegen, dann gebe ich hier 50 ein, schließe das Ganze mit Return ab und dann sieht man, der Take-Profit wechselt 50 Punkte oder geht 50 Punkte entsprechend vom Einstieg entfernt dann in den Markt. So, ich kann aber das Ganze hier Take-Profit, mein Take-Profit, was ich jetzt hier im Chart sehe, auch mit der Maus anfassen sozusagen, linke Maustaste drücken, gedrückt halten und dann kann ich den auch frei verschieben. Das Schöne dabei ist, man sieht halt auch zum einen, ja, auf welchem Preislevel liegt dann der Stop-Loss und man sieht auch hier P-L, das heißt, meine Profit-Loss. Das heißt, wie viel Profit würde ich jetzt machen, wenn der Kurs jetzt hier bis zu diesem Preislevel sozusagen steigt, dann hätte ich jetzt hier aktuell 34,19 Euro sozusagen Gewinn gemacht. Umgekehrt gilt dasselbe natürlich auch für den Stop-Loss. Kann ich auch mit der linken Maustaste draufdrücken und dann frei verschieben im Chart. Und da sehe ich auch das Preislevel und auch, was ich denn für einen Verlust hätte, sollte der Markt jetzt wirklich fallen, hier unten mein Stop-Loss sozusagen greifen, dann hätte ich jetzt hier bei mir jetzt 13,32 Euro sozusagen verloren. So, das war Stop-Loss, Take-Profit. So, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, wie man jetzt einen Trade beenden kann. Und eine andere Möglichkeit ist der Trail. Es gibt hier noch so eine weitere Schaltfläche, Trail. Und es gibt diverse Trail-Arten im StereoTrader. Ich werde die beim nächsten Mal die ganzen Trail-Arten genau erklären. Jetzt hier für den groben Überblick reicht erstmal, dass wir hier sehen, dass es diverse, wirklich viele, viele Trails gibt im StereoTrader. Also viel mehr als jetzt im MetaTrader. Da gibt es ja, glaube ich, nur den standardmäßig den Straight Trail, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, weil ich schon quasi so lange nicht mehr mit dem blanken MetaTrader gearbeitet habe, dass ich gar nicht mehr weiß, welche Trailarten es im reinen MetaTrader gibt. Aber ich glaube, da gibt es nicht viele, wenn nicht sogar nur den Straight Trail. Man kann vorrangig erstmal nur diesen einen Straight Trail einstellen. Ja, es gibt noch Möglichkeiten mit einem kleinen Umweg, aber vorrangig Straight Trail, ja. Okay. Ja, wie gesagt, also ich benutze schon so lange, also wirklich seit Jahren, wirklich seit 5 Jahren oder so, den MetaTrader gar nicht mehr, ohne StereoTrader, dass ich es wirklich nicht mehr weiß, genau. Alles gut, ne? Nicht so schlimm. So, genau, wir lassen das jetzt hier erstmal auf Straight stehen. Und dann kann ich hier den Trail einschalten und man sieht auch, es gibt jetzt hier noch so eine Zusatzlinie, ne? Die ist jetzt hier im Chart vorhanden. Da steht auch TRL, das steht für Trail. Und die wird jetzt hier 20 Punkte über meinem Einstieg angezeigt. Warum 20 Punkte? Weil ich hier Trailbeginn 20 Punkte eingestellt habe, ne? Und wie vorher auch, ich kann zum einen hier mit den Pfeiltasten den Trail entsprechend verändern. Ich kann hier eine Zahl eingeben, indem ich hier sage 30. Oder ich kann das Ganze auch wieder mit der Maus verschieben. Da sieht man auch direkt das Preislevel angezeigt. Hier zum Beispiel 19.514. Und so kann ich meinen Trail entsprechend festlegen. Ganz wichtig noch, Trail-Abstand. Was heißt jetzt Trail-Abstand? Ne? Also sollte der Kurs jetzt entsprechend hier steigen bis auf das Level, wo mein Trail liegt, dann geht natürlich der Trade nicht direkt raus, weil dann wäre der Trail ja quasi dasselbe wie ein Take-Profit, sondern was dann passiert, ist Folgendes. Wenn der Kurs hier nach oben steigt, dann wird mein Stop-Loss entsprechend nachgezogen. Wohin wird der nachgezogen? Okay, das war jetzt natürlich ungeschickt. Ich mache hier nochmal auf. Zu früh die Maus losgelassen.
Also ich lege das nochmal hier hin. So, was passiert dann? Der Trail wird nachgezogen quasi, ne? Und in welchem Abstand wird der Trail nachgezogen? Und zwar dieser Abstand, den ich hier definiere, 5 Punkte unterhalb des aktuellen Kurses, des aktuellen Preises. Sprich, ich habe jetzt hier meinen Trail auf 19.520. In dem Moment, wo der Kurs quasi die 19.520 erreicht, wird der Kurs auf 19.515 gesetzt und so weiter. Wenn der Kurs dann weiter steigt, dann wird der Stop-Loss sozusagen mit nach oben gezogen und zwar immer im Abstand von 5 Punkten. Genau, also das war jetzt der Straight Trail, die anderen Trailarten, die werde ich, wie gesagt, beim nächsten Mal dann ausführlicher erklären. Wichtig ist noch, dass man hier entsprechend die Schaltfläche Trail auch wirklich aktiviert, denn wenn die nicht aktiviert ist, bleibt diese Linie TRL zwar im Chart, aber man sieht auch dieses Kästchen hier rechts daneben, das ist schwarz, das heißt, der Trail ist nicht aktiv. Ich habe hier zwar diverse Sachen eingestellt, aber der Trail ist nicht aktiv. Also wirklich immer darauf achten, dass hier diese Schaltfläche Trail auch wirklich aktiviert ist, beziehungsweise ich kann hier auch auf dieses schwarze Viereck klicken. Das bewirkt dasselbe, als wenn ich hier im Panel sozusagen den Button aktivieren würde. So, zum Schluss noch BE-Schutz. Was ist BE-Schutz? Ich habe das hier auf 10 Punkte eingestellt. Und zwar, das heißt, sollte der Kurs jetzt hier bei meiner Long Order 10 Punkte steigen, sprich, ich bin 10 Punkte im Profit, in dem Moment würde dann der Trade abgesichert, insofern, dass der Stop-Loss quasi auf den Einstieg geht und ich sozusagen Break-Even bin und mit diesem Trade kein Verlust mehr machen kann. So, das kann ich auch wieder hier divers definieren, entweder indem ich sage, mit der Tastatur 20 Punkte oder ich kann hier auch die Pfeiltasten benutzen. Und hier auch ganz wichtig ist, dass ich diese Schaltfläche BE-Schutz aktiviere. Und erst dann, wenn diese Schaltfläche quasi aktiviert ist, dann wird nach jetzt in meinem Fall 20 Punkte wirklich der Trade Break-Even oder der SL Break-Even gezogen. So, zum Abschluss zur Theorie noch ganz kurz. Wie mache ich einen Trade zu? Da gibt es auch diverse Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, ich klicke hier, ich sehe hier mein Trade, meine Order, die jetzt hier im Markt ist und hier gibt es so ein dickes X, da kann ich draufklicken und der Trade ist zu. Ich kann aber auch hier auf die Schaltfläche Flat klicken und auch wenn ich da drauf klicke, wird der Trade dann in dem Moment zugemacht, geschlossen und ich bin quasi flat. So, das war jetzt erstmal so der Theorie-Teil, wo ich jetzt hier quasi die Basics, das wirklich Basic-Interface vom StairTrader erklärt habe. So, dann gucke ich mal in die Fragen. Wie kann ich sicher den Trail ausschalten, fragt der Ralf. Dann vielleicht schreibst du noch mal kurz, Ralf, was du mit sicher genau meinst. Also was heißt für dich jetzt in dem Moment sicher? So, Lutz fragt, schreibt, aber Trail und TP ist ein wenig unsinnig, oder? Ja, klar, das war jetzt ja nur zu den Demonstrationszwecken. Also es macht natürlich wenig Sinn, dass ich jetzt hier ein Take Profit auf 50 Punkte definiere und einen Trail auf 30 Punkte, weil dann wird wahrscheinlich zuerst mein Trail gegriffen, bevor der Break, bevor der Take Profit überhaupt erreicht wird. Also in der Regel, wahrscheinlich gibt es sogar ein Szenario, wo beides Sinn macht, aber in der Regel wird man eins von beiden aktivieren, also entweder Trail oder Take Profit, beides. Ja, fällt mir jetzt auch kein Szenario spontan ein, aber vielleicht gibt es sogar eins. So.
Genau, Punkte.be einstellen und so, genau, das kann ich alles machen. Also man kann hier noch diverse andere Sachen einstellen, auch was BE-Schutz und so angeht, aber ne, da werde ich noch drauf eingehen. Es ging jetzt hier nun wirklich erstmal um die Basics, um wirklich den ja, Basisanfang sozusagen. Markus, du bist ja auch, sag ich mal, relativ neu so beim SEO Trader. War das für dich so nachvollziehbar? Hast du das irgendwie soweit nachvollziehen können, was ich gesagt habe? Waren irgendwelche Sachen dabei, wo du sagst, naja, vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen? Nö, ich habe das jetzt auch alles erstmal so nachvollziehen können, was du gesagt hast. Also ich habe jetzt keine Ungereimtheiten. Da muss ich natürlich dazu sagen, dass ich natürlich fachlich ein bisschen mehr auch verstehe. Aber ich denke, es sollte auch vielen klar sein. Was hatten wir jetzt hier nochmal? Kommt nochmal von Ralf. Warst du jetzt da schon drauf eingegangen? Nochmal eine Frage. Also von meiner Seite ist nichts. Alles gut. Okay, der Ralf schreibt nochmal, der Trail hat sich für mich unerklärlich auf dem Chart gemeldet. Genau, also wichtig ist, also er schreibt nochmal, er will verhindern, dass auf jeden Fall der Trail aktiviert ist. Ja, also um das wirklich zu verhindern, musst du darauf achten, dass hier diese Schaltfläche Trail ausgeschaltet ist. Ne? Vielleicht noch eigentlich ist das ein ganz guter Ansatz oder Hinweis, was ich an dieser Stelle noch nachschieben kann. Und zwar, man sieht ja jetzt hier, ich habe jetzt hier bei mir eingestellt folgende Werte, SL 18, TP 60 und Trail 32 und so weiter. Ne? Das heißt, ich habe hier meinen Trade so eingestellt, wie es jetzt für mich passt, mache das Ganze wieder zu, mache diesen Trade zu. Was sieht man? In dem Moment, wo ich den zugemacht habe, ist hier wieder alles auf 10 Punkte, also SL 10 Punkte, Take Profit 20 Punkte und Trail 20 Punkte zurückgesetzt worden. So, warum ist das gemacht worden? Das hat den einfachen Grund, weil das erstmal A, die Standardeinstellungen sind, ne? Und ich die Einstellung erst vorgenommen habe, nachdem ich den Trade eröffnet habe. Also, demonstriere es nochmal. Ich mache einen Trade auf mit den Standardeinstellungen und ändere quasi jetzt hier meine Werte, so wie ich sie haben möchte und mache den Trade dann wieder zu und man sieht, das Ganze wird hier wieder zurückgesetzt. Möchte ich also neue Standardwerte definieren, weil ich sage, mein Stop-Loss soll immer 30 Punkte sein, mein Take Profit möchte ich gar nicht haben, sondern ich möchte immer einen Trail benutzen, der irgendwie nach 50 Punkten in den Markt geht. Ne, muss ich das hier entsprechend definieren, Trail anschalten. Und wenn ich jetzt in den Markt gehe, ne, dann sieht man, hier werden meine Einstellungen übernommen. Und wenn ich den Trade zumache, dann bleiben diese Einstellungen auch bestehen. Das heißt, ganz wichtig ist, wenn ihr die Einstellung überschreiben wollt, müsst ihr das machen, bevor ein Trade eröffnet wurde. Alles, was ihr im Nachhinein macht, wenn also ein Trade läuft und ihr Einstellung vornehmt, dann wird das nach Beendigung oder nachdem ich wieder flat bin, wieder zurückgesetzt. Und vielleicht ist das genau das Problem, was der Ralf hatte. Er hat irgendwie hat den Trail ausgeschaltet, weil den ich haben wollte. Da lief aber in dem Moment ein Trade. Und beim nächsten Mal hat er einen neuen Trade, hat aber nicht drauf geachtet, dass sich hier der Trail wieder eingeschaltet hat. Und dann ist das halt so passiert, dass der Trail auf einmal in den Markt gegangen ist, obwohl er dachte, ich habe den doch vorhin ausgestellt, den Trail. Ne? Also das kann das Szenario gewesen sein, warum es beim Ralf so war, dass der Trail quasi ja reingegangen ist, obwohl er eigentlich sicher war, dass der Trail ausgeschaltet war. So, er schreibt nochmal,
Ich habe einen alten Chart für GER40 und den neuen, den ich gestartet habe mit dem Stereo Trader. Wenn ich eine Trade im MT eingebe, beginnt der. Ach so, ja, okay, das ist natürlich noch. Also er schreibt, ich habe in einem alten Chart für GER40 und den neuen, den ich gestartet habe mit dem Stereo Trader. Wenn ich einen Trade im MT eingebe, beginnt der Stereo Trader ein Eigenleben. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, wenn man einen Chart hat, einen Chart, wo der Stereo Trader läuft und gleichzeitig einen Chart, wo der Stereo Trader nicht läuft und man versucht, in beiden Charts zu handeln, dann kann das oder führt das auf jeden Fall zu Konflikten, weil der normale Chart, der normale Metatrader-Chart, natürlich denkt hier, ich bin der einzige Herr am Haus, ne? Ich manage jetzt den Trade so, wie ich das haben will. Der Stereo-Trader denkt das aber auch. Ich bin hier der Alleinherr, ne? Und macht dann entsprechend. Und beide versuchen gleichzeitig den Trade zu managen. Und das geht dann in der Regel in die Hose. So, aber wir hätten nicht den Stereo-Trader, wenn es nicht auch dafür eine Lösung gäbe. Ne? Also, wenn ihr es wirklich so machen wollt, dass ihr den DAX, also den GER40, ne, einmal mit Stereo Trader und einmal ohne Stereo Trader handeln wollt, dann gibt es dafür eine Möglichkeit und das Zauberwort heißt Strategie. Das heißt, ich habe hier, ne, klicke wieder links neben die Uhr, habe hier mein Menü, wo ich diverse Sachen einstellen kann und unter anderem die Box Neue Strategie. Ne, und da muss ich jetzt einen Strategienamen festlegen. Das heißt, ich nenne das jetzt zum Beispiel DAX Stereo Trader. So. Klicke auf Hinzufügen. Da wird jetzt im Stereo Trader eine neue Strategie angelegt. Man sieht es auch hier. Hier steht jetzt bei neue Order DAX Stereo Trader. So. Was ist passiert? Jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt kommen sich der MetaTrader ohne Stereo Trader und der MetaTrader mit Stereo Trader nicht mehr ins Gehege. Das heißt, jetzt kannst du, Ralf, könnt ihr quasi parallel handeln. Einmal, ne, mit dem nackten MetaTrader und einmal mit dem MetaTrader und dem Stereo Trader zusammen, ohne dass sich die beiden Charts wirklich ins Gehege kommen. Also, ne, wie gesagt, neue Strategie anlegen und dann funktioniert das auch. Dann kommen die sich nicht mehr in die Quere. So, hab ich noch irgendwas vergessen? Nee. Also, ich glaube, das waren jetzt erstmal soweit alle Fragen, die für heute so auf der Agenda waren, beziehungsweise die ich so sehe und gesehen habe. Ja, ist ja auch gar nicht so schlecht. Also, ich finde es ja gut, wenn die Webinare gar nicht so lang sind, denn wir wollen ja später dann diese Serie auch so ein bisschen zur Verfügung stellen. Und wenn wir da irgendwie so immer so 30, 40 Minuten Slots haben, das ist besser als 60 oder 70 Minuten Slots. Ja, auf jeden Fall, klar. Ich meine, das ist ja auch, also auch, ne, wenn wir jetzt quasi mit den Basics angefangen haben, aber das, wenn jemand wirklich komplett neu dabei ist, dann glaube ich, dann reicht das als eine Lernstoff erstmal schon, würde ich sagen. Genau. Ne? Perfekt, super. Nee, dann will ich es auch gar nicht in die Länge ziehen, wenn von eurer Seite jetzt erstmal heute keine Fragen mehr kommen. Wir sind gerade dabei, die Termine für November festzulegen. Die werden dann natürlich im Webinar und Eventkalender stehen. Und dann werden wir jetzt immer zweimal im Monat zusammenkommen. Und ich denke, da die Fülle an Möglichkeiten im Stereo-Trader definitiv ein bisschen mehr sind, denke ich, werden wir da bis ins nächste Jahr hineingehen mit dieser Serie. Denn theoretisch haben wir dieses Jahr nur noch 4 Termine, die jetzt kommen quasi. Ja. Super. Timo, dir vielen Dank, euch fürs Zuhören und wir schreiben Timo und ja, ihr hört uns dann im November wieder mit dem nächsten Stereo Trader Helpdesk in Features Webinar. Besten Dank, bis dann, macht's gut, bye bye und ciao. Tschüss. Ciao, ciao. JFT, just fair and direct.